Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Weiterhin zum Erfolgefarmen. Und erstmal sorry für die Tonprobleme gestern, aber es waren zwei Videos, wo jeweils der Spielsound nicht zu hören war. Das müsste jetzt wieder besser sein. Und hier könnte ich die Türen auch mal besser einstellen. Nämlich, dass wir, nachdem wir auf der Toilette waren, nicht so rum rauslaufen können. Das ist eher... Ja, unpraktisch, aber vor allen Dingen unhygienisch. Deswegen korrigieren wir das mal. Aber ich habe mir überlegt, wir könnten eigentlich hier oben drüber den gleichen Raum quasi nochmal bauen, um dann hier neben noch ein paar Duschen zu bauen. Packen das alles mit in diesen einen Kreislauf hier rein und dann können wir nämlich die Toiletten hier unten auch endlich entfernen. Und genau... Damit starten wir heute mal. Lass das Spiel auch schnell laufen, weil wir durchaus auch noch ein paar andere Aufträge haben, die noch erledigt werden müssen. So, das ist der erste Teil. Dann machen wir hier die Abläufe. Wobei, wenn wir das dann so machen und ich hier die Duschen hinbaue, hätten wir eher wieder das Problem, dass sich dann niemand die Hände waschen kann, ne? Wäre eher unpraktisch. Dann legen wir die Duschen woanders hin. Kriegen wir auch hin. Dann bauen wir hier erstmal den Toilettenraum. So, das Wasser müssten wir dann damit ranführen. Das machen wir dann so. Und dann müssen wir natürlich nach wie vor, das ist immer noch aktuell hier, uns später was überlegen, wohin wir das Wasser loswerden, was wir damit machen. Aber alles zu gegebener Zeit. So, hier. Also ich glaube, wir haben generell irgendwie mal wieder ein Problem mit Prioritäten, weil hier wird auch nicht geerntet und nix. Da brauchen wir eine Leiter, sonst kommen wir hier nicht weiter. Mensch. Habe ich hier gerade einen astreinen Reim hingelegt, oder? Yeah. So, dann fangen wir euch hier mal alle ein. Prioritäten. Die Rationsbox. Achso, das müssten wir nochmal mit der Küche umbauen, umändern. Vielleicht machen wir das stattdessen hier. Ja, da habe ich schon eine Idee, wie wir das noch umbauen könnten. Erstmal jetzt sowieso diese Ziegel hier weg. Die sind total überflüssig. Die stören mich schon lange. Eigentlich müssten wir auch hier alles nochmal. Machen wir jetzt auch mal direkt. So, da kommen wir überall gleich ran.
Nach wie vor keine Erklärung, warum das nicht automatisch funktioniert, aber. Oh, wir haben irgendwas. Irgendeinen Erfolg gerade gemacht. Zwinge die Brut. Ah, produziere 10 Tonnen veredelte Metalle durch die Zucht von Glutthatches. Mensch. Schön. Jetzt so langsam kommt ja auch ein bisschen Tempo rein in die Eier, die hier ausbrüten. Ne? Das jetzt sind da auch mittlerweile 83 Eier drin, minus die beiden Hatches. Okay. So, Prioritäten. Auch niemanden, der sich verstärkt um die Landwirtschaft kümmert. Vielleicht können wir da bei Gelegenheit noch mal jemanden dazu nehmen. Außerdem bauen wir den Raum hier auch mal um. Hier jetzt bei 24, 25 Grad, dann würde ich jetzt noch mal wieder hier ein paar bauen, also ein paar Wärmetauschplatten bauen. Okay, Biodrucker, was hast du denn schön? Ist das tatsächlich jemand schon mit plus 1 Landwirtschaft? Ja, Törder ist dafür genau der Richtige. Und dann nehmen wir da auch die Landwirtschaft hoch. Die Viehzucht machen wir eins drunter. Das hier stellen wir auf normal. Der erste Punkt geht auch direkt da rein, verbesserte Landwirtschaft. So. Jetzt kann es hier weitergehen. Insgesamt sinkt auch immer noch da der Wasserpegel. Ne? Müssen wir hier vielleicht... Müssen tun wir nicht, aber wollen eigentlich schon. Wobei wir das ja auch ein bisschen anders gestalten können. Vergrößern geht ja immer noch. Und dann bauen wir hier eine Leiter runter. Hier noch Ziegel hin, die wir hier drunter durchführen. Das war Erdgas, ja.
die. Sorry. Ich habe hier jetzt. Oh nein. Habe ich nämlich gerade gedacht, als ich gesehen habe, die holen Sohle-Eis. Das ist jetzt natürlich. Okay, wir müssen hier noch ein wenig weiter umbauen. Das war jetzt nicht so schlau. So, veredeln. Das heißt, wir brauchen hier dann auch noch einen Entsalzer. Schließen die Leitung hier unten rum an. Und dann das da wieder ran. Ach, so ärgerlich. Ist schon alles 7. Ist das hier oben auch alles 7? Ach Mensch. Gar nicht notwendig. Das hier hingegen schon. So, unsere Leute, die gut sind im Graben wie du hier. Ist mir das Bauen wichtiger noch als das Aufräumen. Das ging jetzt schon mal deutlich schneller als ich dachte. Wir zerlegen einmal an der Stelle, schließen das da an. Bauen da eine Brücke und verbinden das da wieder. Der Fehler ist behoben. Ja, wenn ich die jetzt. Ne, die lösen wir einfach mal nicht aus. Das muss auch noch alles mal aufgeräumt werden. Und ich glaube, wenn ich mir so die Kalorien anschaue, können wir erstmal aufhören, Matschriegel herzustellen. Läusebrot braucht auch Wasser damit. Ach Mensch, warum stelle ich das immer aus? Ich will mit Enter jeweils das ausstellen. Jetzt so im Nachhinein betrachtet, wenn ich überlege, dass wir ja fürs Läusebrot auch Wasser brauchen, wäre es doch besser gewesen, ich hätte hier Dornenbeeren angepflanzt. Gerade mal eben überlegen, wie wir das immer gemacht haben. Wir haben, glaube ich, diese Lampen hier gebaut.
Genau, und dann haben die in jede Richtung 4 Stück versorgt. Das heißt auch nochmal hier in die Richtung. Dann ändern wir das Ganze nämlich jetzt. Wie funktionieren dann packen wir hier ausnahmsweise eine nach oben, dann funktioniert das ebenfalls. So, jetzt brauchen wir dafür natürlich eine gehörige Menge Wasser, obwohl wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen als das, was wir hier vorher gebraucht haben. Wäre braucht nichts. Eingelegte Mahlzeit bringt uns auch nichts, weil die Melos dadurch einfach nur länger haltbar ist. Okay. So, Wasser. Das würde ich dann ja quasi mit in diesen Kreislauf hier ranbringen, wenn wir es vorrangig dort durchlaufen lassen, weil Sauerstoff ist schon zumindest für den Moment für mich das Wichtigere. Diese Leitung bauen wir noch mal um und legen die direkt dort entlang. Wiederum können wir dann gleich hier entlang legen. Die brauchen wir hier in dem Bereich dann auch nicht isoliert. Wobei ich mir hier jetzt wiederum gerade nicht mehr sicher bin, ob das so eine gute Idee war, die da durchzulegen. Aber ich glaube, ich habe das sonst auch so gemacht. Aber ich bin mir nicht sicher. Muss ich gleich dazu sagen. Aber das werden wir ja rausfinden. Wir sind ja mittlerweile sowieso hier, damit ich euch zeigen kann, wie man es nicht machen soll. Ne? Ihr wisst ja, die Challenge ist gestartet. Ihr seid alle sehr herzlich eingeladen, teilzunehmen.
Achso, wir haben noch niemanden für die Pflanzenpflege, deswegen. Ja, alles klar. Ich glaube, diese Änderung mit dem Bauen bei denjenigen, die graben, das hat tatsächlich eine ganze Menge gebracht für den Fortschritt. Weil wir kommen jetzt wesentlich schneller voran. Was man an der Stelle jetzt nicht sehen kann. Okay, habe ich den gleichen Denkfehler. Gleiche nochmal. Und dann würde ich jetzt mal diese hier alle, naja, zuerst deaktivieren. Bevor wir sie sofort zerlegen, das können wir später immer noch machen. Temperatur 5 bis 30. Ah, die sind sogar auch noch weniger empfindlich, was die Temperaturen betrifft. Okay. Ja, es wäre ja eigentlich nur konsequent, das Ganze hier oben dann jetzt auch zu ändern. Und was ebenfalls konsequent wäre, das zu verbinden. Hier an wieder mit jedem zweiten. Ich glaube, der Wasserpegel hier ist gesunken, ne? Müssen da noch mal ein bisschen für Nachschub sorgen. Wir sehen auch jetzt die Schwäche an dem System, ne? Wir müssten streng genommen einmal hingehen und das jetzt mal so zu machen. Weil ich hier so viele Hatches angesammelt haben. Kein Ende, das sind tatsächlich viele.
Sind auch schon wieder neue geschlüpft. Ja, das meinte ich übrigens damit mit irgendwann wird das Ganze ja kippen, wenn die dann mal auch anfangen zu schlüpfen, ohne dass wir hier Aussetzer benutzen, dann geht das recht zügig. Und es sieht so aus, als ob der Zeitpunkt jetzt gekommen ist. So. Dann zerlegen wir nochmal die hier jetzt. Dahin. Ich wollte gerade sagen, wieso läufst du da nicht weg, aber es war wahrscheinlich einfach nur eine kurze Gedächtnispause. Ist schon zahm, ja. Ne, das hatte ich ja schon festgestellt, dass das so auch passt. Ja. Dann haben wir schon wieder einiges geschafft. Hier geht's mal direkt weiter. Was macht denn jetzt eigentlich der Wasserverbrauch? Oh. Okay, wir brauchen gleich mehr Samen, aber die werden ja von alleine kommen, wenn das Ganze dort ein bisschen weiter fortgeführt wird. Turner ist noch nicht so weit. Was ist hier? Überhitzt kann es nicht sein. War wahrscheinlich doch kurz mal irgendwie, wie auch immer das zustande kam, falsche Flüssigkeit. Oh, ein wenig Omelett. Trotz sehr vieler Eier ist das etwas, das Mangelware ist in dieser Kolonie. Ich habe gerade schon überlegt, wie ich denn das Wasser hier noch am schönsten da rausbekomme, um das hier auch zu nutzen. Aber höchstens das hier noch ein bisschen reduzieren. Und ich glaube, das macht eigentlich, das nicht nur eigentlich, das macht sogar Sinn.
das so zu machen. Ja. Machen wir das hier so. Und dort weiter ran. Wenn ich da die unteren beiden Ziegel stehen lasse, müsste das hier so eigentlich auch klappen, ne? Also, dass da kein Erdgas rauskommt, meine ich. Hundertzwanzigtausend Kalorien hoch. Das ging jetzt echt flott. Wir haben auch noch ein paar Matschriegel. Denke, nee, wenn wir den, das hier mit dem Wasser gleich fertig haben, weil ich schlecht abschätzen kann, wie viel Wasser wir in Zukunft brauchen, würde ich das ganz gerne hier so machen. Also das hier erst fertig machen, um dann den nächsten großen Schritt anzugehen. Kommen wir jetzt auch ran. Okay, Öl. Hat sich da ein bisschen gesammelt. Was heißt ein bisschen? Das, was wir haben, ist da. Ah, hier oben ist noch mehr. Oh, sehr schön. Kommst aber hier weg. Ja, ja, klar. Das heißt, wir können... das stehen lassen, dann kommen wir so und so. Das müsste eigentlich so gehen, oder? Wir kommen darauf, wir kommen von da hier rüber, da hoch und ja. Das geht so auf jeden Fall. Nee. Lassen wir alles erstmal so, wie es ist. Machen Ende für heute, weil ich... Heute sind es 10 Minuten über meine geplanten Zeit. Ach, Krillo. Das wirst du nie lernen. Nie. Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch gefallen hat. Höchstwahrscheinlich morgen geht's weiter. Und ja,
Ne? Macht's gut. Bis bald, euer Krillo.